Trenn dich endlich von Tymtos. Hallo Lara, du hast mich gerufen. Deine Seele und auch dein Körper soll auf eine Reise gehen in die Vergangenheit. Sie befindet sich im halb fertiggestellten Schloss Neuschwanstein. Wer sind Sie und wie sind Sie an meinen Palastwachen vorbeigekommen? Eure Durchlaucht, ich bitte um Verzeihung, aber ich bin eine Zeitreisende. Wache! Führt diese Verrückte ab! Mir ist das Risiko einfach zu groß, dass Sie ein preußischer Spion sind. Ich werde Ihnen beweisen, dass ich wirklich aus der Zukunft bin. Morgen, am 30. November 1870, werden Sie den Brief unterzeichnen und somit Bayerns Schicksal besiegeln. Sie macht ein Selfie von sich mit dem allerletzten König von Bayern. Ludwig wird kreidebleich beim Anblick dieser für das Jahr 1870 an Magie grenzenden Technik. Hilft sie dem König, wird der Lauf der Zeit verändert. Mit unvorhersehbaren Folgen für alle. Hast Besseres verdient. Trenn dich endlich von Tymtos. Tim verdient nicht genügend Geld. Er sieht nicht gut genug aus. Er kann nichts. Du hast Besseres verdient. Such dir einen attraktiveren, einen reichen Mann. Nur der kann dir alle deine geheimsten Wünsche erfüllen, die du dir in Wahrheit wirklich ersehnst. Ich hatte heute schon wieder so einen merkwürdigen Traum. Und dieses unheimliche Gesicht und diese Stimme, die gingen mir durch Mark und Bein. Heute sehe ich wirklich miserabel aus. Muss heute in der Arbeit wahrscheinlich wieder Überstunden schuften und Tim wird auch immer merkwürdiger. Vielleicht sollte ich mich doch irgendwann in nächster Zeit von Tim trennen. Das kann so nicht weitergehen. Man sagt ja, in allen Träumen verstecken sich Wahrheiten und Hinweise. Zugegeben, so wie sich Tim manchmal kleidet und dann auch noch sein mieser Gehalt. Ich hätte wirklich einen besseren verdient. Ich liebe ihn ja, zugegeben, aber sein komisches Verhalten in letzter Zeit stört mich. Und dann kommen auch noch diese Spannungen mit seinen Eltern hinzu. Wieso können die mich nicht einfach so akzeptieren, wie ich bin? Ich arbeite gerne bei Green Amity. Ich bin gerne Umweltaktivistin. Und das, obwohl ich dort zurzeit nichts als Arbeit habe, und weit zu lange arbeite und um ehrlich zu sein, auch unterbezahlt bin. Aber wieso verstehen Tims Eltern nicht, dass ich einen wichtigen Beitrag zur Umwelt leiste und versuche, die Erde besser zu machen, für uns alle? Ist Walfische retten und vor Tierversuchen zu warnen denn schlecht? Wenn das jeder machen würde, wäre die Welt eine bessere. Aber nein, das verstehen Tims super konservative Eltern natürlich nicht. Für die zählt nur, wie man sich kleidet und wie viel man verdient. Und ich verdiene nun mal nicht viel, trage nun mal gerne Rasterlocken und ziehe mir gerne lange wallende Kleider mit indischen Paisley-Mustern oder afrikanischer Patik an. Deswegen bin ich doch kein schlechter Mensch. Und immer diese Sticheleien, dass ich Veganerin bin und kein Fleisch esse. Ich sei mangelernährt, wenn ich kein Fleisch esse, heißt es immer wieder, wenn ich das bloß höre. Für die ist das, als ob ich nicht alle Tassen im Schrank hätte. Typisch, nicht mal gemeinsam frühstücken können wir. Tim ist schon wieder mal extra früh in die Arbeit ins CERN gefahren. Wieso der seit neuestem immer so lange in der Arbeit verbringt und immer 2 Stunden vor offiziellen Arbeitsbeginn, ist mir schleierhaft. Ich würde gern wieder den Morgenkaffee mit Tim trinken. Der Amethyst jedoch, den er mir gestern geschenkt hat, ist aber wirklich außergewöhnlich hübsch und eine besonders nette Geste von Tim gewesen. Ich werde ihn neben mein Nachtkästchen stellen. Wer weiß, vielleicht hilft er mir beim Einschlafen. War das wieder ein Tag. Nicht mal die Kraft zum Abschminken habe ich heute. Ich hoffe, ich kann heute wieder besser schlafen und mir erscheint nicht mehr dieses unheimliche Gesicht im Traum. Hat nicht Tim erwähnt, ich sollte, wenn es mir schlecht geht und ich mich niedergeschlagen und ängstlich fühle,
zu Erzengel Michael beten? So ein Blödsinn. Wer macht das heutzutage schon? Aber irgendwie habe ich doch Angst, wieder so einen Albtraum zu haben. Wer weiß, wenn es nichts nutzt, dann kann es nichts schaden. Ich kann es ja mal ausprobieren. Wann habe ich eigentlich das letzte Mal gebetet? Wie geht das überhaupt? Ich glaube, da war ich noch ein kleines Mädchen in der Schule. Na gut, erfährt ja ohnehin keiner. Ich probier's mal aus und werde Erzengel Michael rufen. Kann ja nicht schaden. Lieber Erzengel Michael, ich danke dir für deinen Schutz und rufe dich mit der Bitte, dass du mir Kraft und Stärke gibst und meine Albträume über Trennung, Neid und Missgunst wegmachst. Nichts passiert. Naja, war ja klar. Und Lara wird müder und müder, ihre Augenlider schwerer und schwerer und sie schläft schließlich ein. Hallo Lara, du hast mich gerufen. Träume ich oder wache ich? Das gibt's doch nicht. Hat das Gebet also doch funktioniert? Lara, natürlich hat das Gebet funktioniert. Beten funktioniert immer. Wenn mich jemand ruft, dann komme ich immer. Du bist wirklich Erzengel Michael? Ich hätte also doch öfter beten sollen, das hätte mir eine Menge Ärger erspart. Natürlich, aber ich komme nicht nur, weil du mich gerufen hast. Ich habe auch eine spezielle Botschaft und einen Auftrag nur für dich. Nur für mich? Was soll das für eine Botschaft sein? So wie dein Freund Timtos eine Botschaft und einen Auftrag erhalten hat, so bekommst auch du einen wichtigen Auftrag von mir. Tim hat einen Auftrag erhalten? Wieso hat er mir davon nichts erzählt? Das hat er doch, in gewisser Weise. Oder war es in etwa nicht Tim, der dir gesagt hat, mich zu kontaktieren, wenn es dir schlecht geht? Naja, das schon. Und was ist das für ein Auftrag? Du bist eine Auserwählte, Lara. Genauso wie Tim ein Auserwählter ist. Ihr seid dazu bestimmt, die Menschheit in eine neue Bewusstseinsebene zu führen, ins goldene Zeitalter. Das könnt ihr aber nur gemeinsam machen. Es gibt insgesamt 7 Auserwählte, die mit Hilfe der magischen Edelsteine die Menschheit ins neue Zeitalter führen müssen. Wenn alle 7 Auserwählten zusammenkommen und am Kraftort Untersberg alle 7 magischen Edelsteine zusammengeführt werden, wird ein neues Zeitalter eingeläutet werden. Du, liebe Lara und auch Tim, müsst daher die anderen magischen Edelsteine und die anderen Auserwählten finden und sie zusammenführen. Die meisten Edelsteine sind aber gut versteckt in anderen Zeitepochen und bewacht von den Mächten der Finsternis. Ihr habt daher die Gabe bekommen, mit den verschiedensten Methoden durch die Zeit zu reisen. Der Amethyst, den dir Tim geschenkt hat, hat Kräfte. Mit ihm kannst du mittels einer Astralreise eine Reise in die Vergangenheit unternehmen. Eine Zeitreise. Deine Seele und auch dein Körper soll auf eine Reise gehen in die Vergangenheit. Zu jener Zeit, als Kaiser Ludwig II. Noch über Bayern herrschte. Nur er hat geheime Kenntnisse über den Verbleib des nächsten Edelsteins, der zu finden ist. Ludwig wird dir wichtige Hinweise geben, wo du einen faustgroßen Bernstein findest und auch den dazugehörigen auserwählten Zeitreisen. Konzentriere dich bei deiner Astralprojektion auf das fliederfarbene Licht des violetten Amethysts. Es wird dich sicher in die Vergangenheit und wieder zurückbringen. Gehe nun, übe dich im Astralzeitreisen und besuche Ludwig II. Reise zu ihm. Er wird dir sagen, wo und wie du den Bernstein findest. Aber nimm dich in Acht. Du wirst heimgesucht werden von den Dämonen. Sei auch vorsichtig mit dem, was du Ludwig erzählst. Du könntest nämlich dabei irrtümlicherweise den Verlauf der Geschichte verändern, mit unabsehbaren Folgen für dich und alle Menschen. Wenn du mich brauchst, dann rufe mich. Ich bin immer für dich da. Du musst nur zu mir beten und ich werde dich führen und leiten. Denn ihr müsst noch viele, viele Rätsel lösen und Dutzende Abenteuer bestehen, bevor ihr die Menschheit in die neue Bewusstseinsebene führen könnt. Es wird nicht alleine ausreichen, die Steine zu finden und die Auserwählten zusammenzuführen. Denn so wie die gesamte Menschheit, müsst auch ihr Zeitreisende viele Prüfungen bestehen, um eine Stufe höher zu steigen, sodass ihr auf die feinstoffliche Ebene übergehen könnt. Aber wieso kannst du nicht mir einfach sagen, wo ich den Stein finden kann? Du bist doch ein Engel und weißt bestimmt alles. Das schon.
Das könnte ich mit Leichtigkeit. Aber dann würdest du nicht die Erfahrung der Suche und des Astralreisens selber machen. Ich würde dich einer wichtigen Erfahrung berauben. Deswegen ist es wichtig, dass du ihn selbst findest. Mit großer Mühe und Anstrengung. Und deswegen kann ich dir nicht sagen, wo sich der Stein befindet. Oh, gestern habe ich wirklich exzellent geschlafen. Und das mit dem Beten hat wirklich prima funktioniert. Ich fühle mich tatsächlich fantastisch und richtig lebendig. Aber leider wird es nur ein Traum gewesen sein. Ludwig II., so ein Schmufu. Und was für ein bizarrer Traum. War der König nicht verrückt? Alles, was ich über den weiß, ist, dass er nicht alle Tassen im Schrank hatte und dass er Schloss Neuschwanstein gebaut hat. Ich suche diesen Typen mal im Internet. Und Lara zückt ihr uraltes, zerkratztes und gar nicht mehr so hippes iPhone 48 und googelt Ludwig II. Aber egal, Traum hin oder her, ich werde auf alle Fälle am Abend mal versuchen, mich auf das violette Licht des Amethysts zu konzentrieren, so wie es mir Michael meinen Traum geraten hat. Macht bestimmt Spaß und ich kann dabei auch meditieren und Yoga machen. Lara rückt ihre Yogamatte zurecht und legt sich entspannt auf ihren Rücken. Sie versucht, totale Entspannung in Körper und Geist zu erreichen. Sie spannt ihre Muskeln an, um sie kurz darauf wieder zu lockern. Immer und immer wieder, von Kopf bis Fuß. Der Vollmond scheint durch das halb geöffnete Fenster und eine Wolke zieht vorbei. Einige Lichtstrahlen des Mondes brechen sich in der kristallinen Struktur des Millionen Jahre alten, wunderschönen lilafarbenen Amethysts. Und Lara konzentriert sich dabei auf das Spiel der tausenden funkelnden Nuancen, die das funkelnde violette Licht des Edelsteins auf Laras Stirn werfen. Die Wolke vor dem Mond ist nun endgültig vorbeigezogen und der Mond scheint in seiner vollsten Pracht. Das Licht des Erdbegleiters bricht sich in der geometrischen Perfektion des Steins und ein besonders intensiver, lilafarbener Strahl trifft Lara inmitten ihrer Stirn, genau dort, wo sich ihr drittes Auge befindet. Lara beginnt zu zittern, aber nicht vor Angst, sondern fast in einen Zustand der ekstatischen Freude. Und plötzlich wird alles milchig um sie. Wie eine Art Tunnel erfüllt sich der Raum mit einem Nebel aus Licht und Laras Chakren sind weit, weit geöffnet. Und Lara sieht sich mit hoher Geschwindigkeit durch den Lichttunnel fliegen. Vor ihrem inneren Auge erscheinen einige Zahlen. Ein Datum: 29. November 1870. Und Lara war sich des historischen Datums wohl bewusst. Und plötzlich Stillstand. Der Nebel lichtet sich und sie kann ihren Augen nicht trauen. Sie steht in einem prächtigen, aber noch halb fertig gestellten Saal. Gedämpftes Licht bricht sich in den mächtigen Lustern, die von der Decke hängen. Sie starrt auf eine Wand mit einem samtigen Gobelin, der das Abbild des stolzen Gralsritters Lohengrin in perlmuttfarbener Ritterrüstung darstellt, gezogen auf einer mannsgroßen Meeresmuschel von einem weißen Schwan. Ihr Blick schweift rasch vorbei an den indigoblauen byzantinischen Säulen aus schwerem Untersberger Marmor, verziert mit goldenen barockenen Lorbeerkränzen. Lara realisiert, sie befindet sich im großen Prunksaal vom sich gerade im Bau befindlichen, halb fertiggestellten Schloss Neuschwanstein. Und plötzlich vernimmt sie ein Räuspern. Nur 20 Meter von ihr entfernt sieht sie einen stattlichen, hochgewachsenen Mann in dunklem, altertümlichen Anzug stehen, der sein Haupt in ein vergilbtes, schweres Manuskript vertieft hat. Er hat ihr den Rücken zugewandt und offensichtlich noch nicht Laras Anwesenheit bemerkt. Abermals räuspert er sich und fährt mit seiner linken Hand durch seine dunkle, bereits etwas graumelierte Lockenpracht. Unerwartet dreht er sich um und sieht mit erstauntem Blick direkt auf Lara. Ein prächtiger anthrazitgrauer Schnurrbart ziert sein fülliges Gesicht und dunkle, aber gutmütige und vor Lebensfreude glänzende, aber dennoch tief traurige Augen sahen Lara durchdringlich an. Eine kurze, aber doch fast endlos lang andauernde Weile erfüllt beklemmende Stille den riesigen Barocksaal.
Keiner sagt ein Wort. Doch Lara erkennt den stattlichen Mann augenblicklich wieder. Guten Tag, Eure Exzellenz. Oder Königliche Hoheit, ich weiß nicht so recht, wie ich Sie ansprechen soll. Wer sind Sie und wie sind Sie an meinen Palastwachen vorbeigekommen? Sind Sie eine Artistin vom Wanderzirkus, der vor den Toren meines Schlosses seine Pforten aufgeschlagen hat? Oder sind Sie gar einer der Vasallen Bismarcks? Nein, entschuldigen Sie, ich versuche Ihnen alles zu erklären. Und glauben Sie mir, für mich ist diese Situation ebenso neu und bizarr wie für Sie. Sie haben genau eine Minute, mir zu erklären, was Sie hier suchen, bevor ich Sie verhaften, abführen und in den Kerker werfen lasse. Eure Durchlaucht, ich bitte um Verzeihung, aber ich bin eine Zeitreisende und mir wurde gesagt, ich bekäme Informationen von Ihnen. Das reicht, mich auch noch beleidigen. Ich werde mit Eurer Königlichen Hoheit angesprochen. Was für ein bemerkenswerter Affront, mich mit der Anrede Durchlaucht auf einen Kurfürsten oder Herzog zu degradieren. Wache, führt diese Verrückte ab! Nein, warten Sie bitte. Bitte rufen Sie die Wache nicht. Ich werde Ihnen beweisen, dass ich wirklich aus der Zukunft bin und wirklich eine Zeitreisende. Einfach nur lachhaft. Sie haben Glück, dass ich für die esoterischen Künste leicht zu begeistern bin. Ich gebe Ihnen die Chance, mich zu überzeugen. Ich bin mittels Astralreise zu Ihnen gekommen. Der gütige Erzengel Michael hat mich geschickt. Er sagte es in einem Wachtraum zu mir. Sie, der großzügige König Ludwig von Bayern, habe wichtige Informationen bezüglich des Fundortes eines wertvollen Bernsteines für mich. Interessant, ich verbringe viel Zeit in der Einsamkeit der Berge. Und in der Tat habe ich vor kurzem einen prächtigen Bernstein in einer Höhle am Untersberg entdeckt. Ich habe aber niemandem von dieser Entdeckung erzählt. Aber dennoch überzeugt mich Ihr Vortrag nicht. Jedermann weiß, dass ich begeistert und großes Interesse an den schönen Künsten und vor allem an der Pracht der Natur habe. Sie könnten sich das alles nur ausgedacht haben. Und das mit dem Bernstein ist reiner Zufall. Mir ist das Risiko einfach zu groß, dass Sie ein preußischer Spion sind. Ich werde Sie daher sofort verhaften lassen. Nein, bitte warten Sie. Ich kann Ihnen noch mehr Beweise geben. Eine Minute, mehr nicht. Das Manuskript, das Sie in Händen halten, ist der Kaiserbrief, gesandt von Otto von Bismarck und unterzeichnet vom preußischen Kaiser Wilhelm. Morgen, am 30. November 1870, werden Sie den Brief unterzeichnen und somit Bayerns Schicksal besiegeln, indem Sie die Souveränität des Freistaates aufgeben, den preußischen Kaiser Wilhelm als Oberhaupt des Deutschen Reiches anerkennen und im Gegenzug im Geheimen 6 Millionen Gulden erhalten, um Ihr größenwahnsinniges Schloss fertigstellen zu können. Ludwig wird kreidebleich, starrte sie mit verdutztem Blick an, die Augen weit aufgerissen und den Mund halb geöffnet vor Staunen. Und Lara erschrak kurz beim Anblick seines schlechten Gebisses, entstellt vom jahrelangen Verzehr von Unmengen an edelster Konditoreiware. Woher haben Sie diese Informationen? Das können Sie nicht wissen. Es ist unmöglich. Ich weiß, die preußischen Spione sind überall und versuchen ständig einen Keil zwischen das bayerisch-österreichische Bündnis zu treiben. Aber das können die Preußen nicht wissen. Kein Mensch weiß Bescheid über die geheimen Zahlungen. Nicht einmal die preußischen Minister und schon gar nicht mein eigenes Kabinett. Ich sagte Ihnen doch, ich bin eine Zeitreisende. Deswegen weiß ich das. Ich habe dies noch kurz vor meiner Zeitreise recherchiert. Ich habe sie auf Wikipedia gegoogelt, da steht dies alles. Sie haben mich gewas? Und was zum Belzebub ist wie sagten Sie nochmal? Wikipedia, das ist das Internet. Ach, vergessen Sie es, das ist zu kompliziert, Ihnen das jetzt zu erklären. Nein, junges Fräulein, ich will es wissen. Sagen Sie es mir. Woher haben Sie so detailreiche politische Informationen über mich? Naja, in meiner Zeit, ich komme aus dem Jahr 2058. Da geht man nicht mehr in Bibliotheken, um Wissen nachzulesen, sondern man verbindet sich einfach mit dem Internet. Das ist so eine Art unsichtbare Bibliothek, in der das gesamte Wissen der Menschheit abgespeichert ist. Und man kann es jederzeit und überall auf der Welt abrufen. Zugegeben, Ihre Haunebücherne Räubersgeschichte klingt gut durchdacht, aber dennoch zögere ich, Ihnen das alles abzukaufen. Junge Dame, das ist Ihre allerletzte Chance. Wenn Sie mir nicht sofort sagen, woher Sie die Informationen wirklich haben, lasse ich Sie so lange vom Kerkermeister foltern, bis Sie singen wie ein Kanarienvogel. Ja, Herr König, also das ist natürlich schwierig. Und plötzlich fiel Lara ein, dass sie ja ein Handy bei sich hatte. Halt, ich hab's, Herr König. Ich weiß, wie ich Ihnen beweise, dass ich aus der Zukunft komme. Ich habe mein Handy dabei. Und Lara zückt ihr uraltes, zerkratztes iPhone 48 und empfindet das allererste Mal kein Gefühl der Scham, ihr gar nicht mehr so hippes Teil in der Öffentlichkeit herzuzeigen. Lara denkt,
Was soll's? Für diesen bayerischen Hinterwäldler aus dem Jahr 1870 ist dieses Teil, obwohl bereits vollkommen aus der Mode, sicherlich der allerletzte Schrei. Lara zückt ihr iPhone, berührt den Touchscreen und ein grelles Licht blitzt auf. Sie macht ein Selfie von sich mit dem allerletzten König von Bayern. Ludwig erschrickt. Was war das für ein Blitz? Wollen Sie versuchen, mich zu ermorden? Eure Majestät, so beruhigen Sie sich doch. Ich habe bloß ein Selfie von Ihnen gemacht. Sehen Sie, es ist zwar nicht besonders gut gelungen, aber immerhin. Sie haben ein was gemacht? Und Lara zeigt dem verdutzten König das etwas unglücklich getroffene Foto von dem schon etwas zahnlosen und beleibten Ludwig II. Nun, reicht Ihnen das als Beweis, dass ich aus der Zukunft komme? Ludwig wird kreidebleich beim Anblick dieser für das Jahr 1870 an Magie grenzenden Technik. Mit zitternden Händen ergreift er das moderne Gadget und berührt mit seinen plumpen, dicklichen Fingern das iPhone. Irrtümlich berührt er dabei den Touchscreen mit einer ungeschickten Bewegung und das Handy fällt laut krachend auf den Marmorboden von Neuschwanstein, um in 1000 Einzelteile zu zersplittern. Ludwig erschrickt, aber Lara beruhigt den König. Machen Sie sich keine Sorgen, Herr König. Das Teil war ohnehin schon uralt und ich kann mir jederzeit ein neues besorgen. Viel wichtiger ist aber, dass Sie mir jetzt glauben und mir sagen, wo sich der Bernstein befindet. Wie sagten Sie nochmal, heißen Sie? Mein Name ist Lara. Lara Beaumont. Beaumont? Ihnen ist die historische Bedeutung Ihres Nachnamens vermutlich wohl bewusst. Ich nehme an, Sie wissen um die schicksalsentscheidende Schlacht bei Beaumont vom vergangenen August Bescheid. Dort, wo die französischen Streitkräfte bei Sedan vom Gesicht der Erde gefegt wurden. Nein, Herr König, soweit habe ich mir das nicht durchgelesen. Bitte sagen Sie mir nun, wo ich den Bernstein finden kann. Er ist von äußerster Bedeutung für das Schicksal der Menschen meiner Zeit. Tja, also den Stein habe ich tief im Inneren einer Höhle am Untersberg im Berchtesgadener Land gefunden. Der Eingang dazu befindet sich in der Nähe von St. Bartholomä. Ich kann Ihnen den Weg allerdings nicht beschreiben. Ich müsste Sie schon dorthin begleiten. Und wie Sie wissen, habe ich dazu keine Zeit. Denn auf mich warten historische Entscheidungen. Lara ist bewusst, dass sie dem König etwas im Gegenzug anbieten muss. Und Lara erinnert sich an Erzengel Michaels Warnung. Dem König auf gar keinen Fall Informationen über die Zukunft zu geben. Denn dies könnte den Lauf der Zeit verändern. Sie weiß auch, sie könnte dem König wertvolle Informationen geben, die ihm helfen könnten, an der Macht zu bleiben. Und sie ist innerlich gespalten. Hilft sie dem König, wird der Lauf der Zeit verändert, mit unvorhersehbaren Folgen für alle. Hilft sie ihm nicht, dann wird Ludwig in Bälde unter mysteriösen Umständen versterben, der wichtige Bernstein niemals gefunden werden und sie könnte dann die Menschheit nicht ins goldene Zeitalter führen. Was soll sie also machen? Was ist wichtiger? Den Lauf der Geschichte verändern, mit vollkommen unabsehbaren Folgen auf die Zukunft und für alle, oder den Auftrag Erzengel Michaels auszuführen. Was ist wichtiger? Fragen über Fragen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, müsst ihr dranbleiben, meinen Channel abonnieren und regelmäßig wiederkehren. Und in diesem Sinne verbleibe ich wie immer mit den Worten: Seltsam, aber so steht es geschrieben.